Eines können Sie sich hier nicht backen, Mitarbeiter. Filialleiterin Bianca Müller-Kias setzt auf den höheren Mindestlohn. Statt rund 10 Euro dann 12, die ihr Arbeitgeber ab Oktober allen zahlen müsste. Wir brauchen diese Anerkennung auch, gerade wenn es um Thema Altersarmut geht, soziale Absicherung. Am Nachmittag zu Besuch in der Bäckerei bei Magdeburg, Bundesarbeitsminister Heil. Am Vormittag hat er noch die Mindestlohnerhöhung mit auf den Weg gebracht. Davon werden über 6 Millionen Menschen in Deutschland profitieren, vor allen Dingen Frauen, wie hier in dieser Bäckerei, und viele Beschäftigte in Ostdeutschland. Sein wichtigstes Vorhaben hatte Kanzler Scholz die Mindestlohnanhebung im Wahlkampf genannt. Doch die SPD musste Kompromisse eingehen. Sie wollte, dass Arbeitszeiten künftig elektronisch erfasst werden, um Arbeitgebern möglichen Betrug zu erschweren. Zu aufwendig, meinte die FDP, der Part im Gesetzentwurf nun gestrichen. Es ist absolut zu kritisieren, dass jetzt die Arbeitgeberlobby über die FDP halt die Arbeitszeiterfassung wieder torpediert hat. Und damit ist natürlich dem Mindestlohnbetrug Haus Tür und Tor geöffnet. Die Mindestlohnanhebung per Gesetz ist neu und laut Ampelkoalition eine Ausnahme. Bisher hat eine Kommission aus Arbeitgebern und Nehmern die Höhe festgelegt. Es ist ein Stück weit ein Systembruch, hier jetzt den Mindestlohn politisch festzusetzen. Und es birgt natürlich auch die Gefahr, dass man jetzt immer vor Wahlen einen Überbietungswettbewerb startet. Jetzt grätscht die Politik rein. Das ist ein klarer Vertrauensbruch und Angriff auf die Tarifvertragsautonomie. Die Arbeitgeber fordern mehr Zeit, um den höheren Mindestlohn einzuführen, und schließen eine Klage nicht aus.